Hi liebe Leute, Dokkan Battle Leben mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Heute machen wir die neue Stage, das Dokkan Event zu Super Gogeta. Bevor wir damit anfangen, möchte ich jedoch nochmal daran erinnern, dass momentan ein Giveaway von mir läuft, 25 Euro Giveaway. Läuft bis zu diesem Sonntag, 30. April, 23.59 unserer Zeit, wie ihr dran teilnehmt. Alle Infos dazu findet ihr in meinem Video dazu. Checkt das Video aus, ist in meinem Channel, meinem YouTube-Channel. Und nehmt dran teil, Leute. So, kommen wir zurück. Wir vielleicht auch von einem Video gesehen habt, von einem Giveaway-Video, habe ich Kakarot gezogen, den Vierfachen. Ich habe um ihn herum was Kleines aufgebaut, Team aufgebaut, was vorbereitet, damit wir ihn zur Show stellen können und gegen Super Gogeta verwenden können. So, springen wir zur Stage. Mit Kakarot natürlich, haben wir uns ein Strong-Team gebaut, hauptsächlich Super Strong-Type, denn damit profitieren sie am besten. Die Super Strong-Types kriegen Ki plus 3 und auf jeden Attribut 120%. Große Stage. Ihr seht gerade wirklich sehr, sehr viel los im japanischen Dokkan Battle. Das Stage. Ich habe es noch nicht gemacht, wir werden sie jetzt zum ersten Mal machen. Und 50 Stamina kostet sie. Als Freund schauen wir uns natürlich nach einem Kakarot-Vierfachen um. Schauen wir mal, da wäre einer. Sehr gut gedupt. Gibt es vielleicht einen besseren? Ja, der ist ja sauber. Crit auf 20, wow, okay, den nehmen wir sofort. So sieht das Team aus. Noch nicht ganz ausgebaut. Ich habe noch nicht zu jedem Mitglied die Medaillen. Zu Trunks und Kakarot, den Vierfachen, hat sie zum Glück. Und genau, ich habe sie ein bisschen trainiert, erweckt. Und was gibt es dazu zu sagen? Ich habe darauf geachtet, dass es Super Strong Types sind auf jeden Fall. Wie gesagt, wir geben 120% Attribut. Auf jeden Attribut Boost. Und dann hatte ich glücklicherweise viele Strong Types, die aus der GT-Saga sind. Denn da haben sie schon mal den GT-Link-Skill zusammen. Und ansonsten haben wir mit dreifachen Vegeta unseren Tank und Stunner. Dann habe ich mir noch einen Stunner reingepackt, weil ich ihn schön hatte. Rare Chance zu Stun. Den Gotenks Strong, den kann man auch erwecken. Ich habe leider nicht die Medaille dazu gehabt. Diesen Vegeta sollte man nicht unterschätzen, denn er bekommt, wenn die HP höher als 30 sind, einen Attack und Death Boost von 70%. Heißt Attack auch eigentlich gut. Somit haben wir zwei gute Tanks, Super Saiyan 3 Vegetas. Beide sind, genau, Vegetas. Dann haben wir Trunks. Auch sehr, sehr gut. Bei einer Ulti kriegt er 100% Attack Boost. Wir haben Super Saiyan 3 Goku. Ich habe da leider nicht genau die Medaillen dazu gehabt, nicht alle. Mir fehlen ein paar, glaube ich, noch. Und hier kann man jedoch Dokkan erwecken zum goldenen Wehraffen Kakarot, dreifachen Kakarot. Auch eine super Karte. Und ansonsten, ja, als Leader, wie gesagt, unseren vierfachen Kakarot. Und genau, als Items nehmen wir. Das sah schon mal eigentlich gut aus. Wir nehmen zwei Healpots. Statt Barber nehmen wir was zu Death, Defensive. Wir nehmen Wiz und einen Ghost statt zu Sicherheit. Genau. Okay, let's go. Denn in dieser Stage, ihr werdet es gleich sehen, ist vielleicht eine kleine Überraschung, sage ich mal, was die Gegner anbelangt. So, wir versuchen natürlich wieder Ki aufzusammeln. Nice, auf Kakarot. Kriegen wir hier was? Okay. Zenny. Okay. Schade. Sieht nicht so gut aus. Bin gespannt auf das Strong Team. Benutze zum ersten Mal. Habe ja auch Kakarot neulich gezogen erst. Falls ihr nicht gesehen habt, checkt das Video dazu aus. Das ist das Video zu einem Giveaway. Und davor habe ich lange Zeit, beziehungsweise damals, als Vegeta rauskam, den vierfachen Banner von zweijährigen Jubiläum im JP, habe ich Gott sei Dank Vegeta auf Anhieb gezogen und ein pures Agility-Team eigentlich hier in JP benutzt. Aber jetzt bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass ich Kakarot habe und wir stellen ihn mal zur Schau. So, wie viel Schaden macht er? Wir nehmen mal einen Friend Kakarot, der ist Super Attack Level 10 und schauen wir mal, ob wir den Agility-Vegeta umhauen können, one-shotten können. Ansonsten konzentriere ich erstmal auf den Vegeta, denn falls er schon in der Vorrunde stirbt, sage ich mal, dann gehen die beiden zwei Charaktere von mir direkt auf Angel Kakarot. Wie viel Schaden machen wir? Okay, er hat es überlebt. Aber trotzdem ein sehr, sehr guter Schaden.
Okay, da kriegen wir die Super Attack. Okay, die teilen auch schon sehr, sehr gut aus. Oh, okay, Vegeta hat es tatsächlich überlebt. Aber kein Problem, wir stellen unseren Tank dahin. Genau, gehen mit dem Tank auf Kakarot, damit er vielleicht gestunt wird die nächste Runde. Und konzentrieren uns darauf, Vegeta zu besiegen. Pots möchten wir eigentlich noch nicht benutzen, wir haben auch sehr, sehr viel Leben. Und ja, genau, da seht ihr den Tank. 12. Wirklich nichts. Jedoch geht Tank ja leider nur für 7 Runden. Also müssen wir das eigentlich so schnell wie möglich beenden. Ich hoffe, das wird klappen. Okay, und nice, wie ihr gesehen habt vielleicht, ist der Angel Kakarot in der nächsten Runde gestunt. Das seht ihr am Symbol oben bei seinem Profil. Und jetzt wollen wir schön Schaden raushauen. Machen wir das am besten. So, Kakarot. Und auf geht's. Tanks. So, jetzt. Sehr schöner Damage. Nice. Okay, jetzt geht's ab. Und beim Fusionieren. Sie machen es. Aber Fail. Nett, was die Gegner anbelangt. In der zweiten Stage kämpfen wir gegen die Fehlfusion. So, und zwar machen wir das am besten so, wir wollen immer Vegeta abhaben, den Dreifachen, damit er einfach noch tankt. In jeder Runde wollen wir ihn. Mit Karaut wollen wir Schaden raushauen. Und genau. Das ist ein Physik-Type, das heißt, wir sollten jetzt sehr, sehr guten Schaden raushauen. Wird das vielleicht sogar ein One-Shot? Schauen wir mal. Ah, fast. 2 Balken. Das war mein Kakarot, der hat den Super Attack leider nur auf Level 1. Wer ist der des Freundes, der hier? Er will ihn sicherlich umhauen. One-shotten. Okay. Upsa. Okay. Missklick. Damn. Okay, schade. Da war ich ein bisschen zu schnell. Schade, wirklich schade. Schaut. Seine Auto-Attack macht schon sehr, sehr viel Schaden. Und ja, jetzt haben wir leider eine Runde vertrödelt, muss ich sagen. Denn je mehr Runden andauern, desto schneller verlieren wir unseren Tank Vegeta. Schade, schade. Das war nicht gut von mir. Okay. Aber ja, die Runde sollte es nicht tun. Nice. So, wer kommt als nächstes? Wer ist unser nächster Gegner? Was? Yeah! Genau, surprise, surprise. In der dritten Runde kämpft er gegen ihn. Gegen Paikuhan. Denn es ist wie im Film. Es richtet sich wie im Film Dragon Ball Fusions. Da tut ja Paikuhan Janemba aufhalten, damit sich Kakarot und Vegeta fusionieren können. So, schauen wir mal, wie wir Schaden an ihm austeilen. Okay, er wird leider auch gut austeilen. Ich hoffe mal, wir kassieren keine Super Attack. Das könnte brenzlig werden. Nice. Er hat auch komischerweise kaum Damage an meinen Kakarot gemacht. Cool. Naja, okay. So ist unser Tank ab. Oh. Nein, er ist nicht ab. Scheiße. Oh, sorry. Schade. Was machen wir? Wir healen uns auf jeden Fall. Und aktivieren Wiz am besten zur Sicherheit. Denn wir kassieren da direkt mal 4 Attacken. Angriffe. Schade, er ist nicht, leider nicht ab. Oh, wie müssen es. Oh, jetzt brauche ich aber eine Ultimate Kakarot.
müssen es so machen. Ah, das ist leider nicht sehr, sieht nicht gut aus für uns, aber hat die meisten Dev Kakarot. Ja, wir stellen trotzdem Kakarot mal dahin. Einfach nur, weil er die meisten Dev hat. Und ja, schade. Können mit ihm leider nicht ulten. Oh, mit ihm ja auch nicht, wie es aussieht. Oh je, oh je. Die Runde läuft nicht gut. Naja, schauen wir mal. Okay, die machen ja auch an sich wirklich kaum Schaden gegen Kakarot. Gut zu wissen, gut zu wissen. Da hätten wir uns das Item von Whis sparen können. Okay, Gott sei Dank ist er gestunt zumindest. Und wir hauen jetzt voll Damage raus. Und wir am meisten Attack. So, okay, nice. Zwar hier, der hat seine Key. Und machen wir es so, genau, nice. Oh, cool. Nice Crit. Und letzte Stage. Super Gogeta. In Type der neue in God Leader. Man kann ihn weder sealen noch stunnen. Wie viele Balken hat er denn? 3, 6, 7 Balken. Oh je. Das wird eine Fiesta, guys. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Wie machen wir es? Kairot, du gehst auf jeden Fall mal an. Wir können ihn nicht sehen. Das heißt, es kann sein, dass er uns ultet. Tanks habe ich auch nicht ab. Oh je, oh je. Wie machen wir es am besten? Lass mich kurz überlegen. Wir aktivieren Whis auf jeden Fall. Das machen wir mit voller HP. Und wir hoffen mal, wir überleben diese Runde. Ich hoffe, er ultet uns nicht. Hoffentlich. So, können wir Schaden an ihm ausrichten? Ja, immerhin ein Balken. Okay, immerhin. Okay, okay. Ja, wollte gerade sagen, können wir ihn stunnen, aber stunnen können wir ja nicht. Ja, wir müssen voll Ham gehen. Wir müssen Ham gehen, guys. Wie gehen wir am besten Ham? Und zwar... Yes. Wir wollen Dokkan auf Kakarot auf jeden Fall. Das ist der Friend Kakarot, auch gut. Muss es auch ab. Jetzt hoffe ich mal, dass es hinbekommt mit dem Dokkan-Mode. Und nein. Nein! Nein, failed. Zu früh gefreut. Hoffentlich können wir nicht kritten. Das sollte ihn dann sogar, ja, one-shotten eigentlich. In dem Zustand. Schauen wir mal. Auf geht's raus. Kritte ihn! Oh nein, kein Crit, aber immerhin. Oh! Wie kannst du mir die Ulti? Die Ulti, ja. Oh, sieht sehr, sehr geil aus. Okay, 32.000. Gott sei Dank hatten wir Whis up. Okay, cool, cool, cool. Auf geht's, Boys. Drei Balken hat er noch. Drei Balken hat er noch. Moment, habt ihr das gesehen? Wir haben uns geheilt. Aber von was? Okay, geil. Von was auch immer, wir nehmen es hin. Wir haben uns geheilt. Komisch, komisch, komisch. Gehen wir auf Nummer sicher und tun den Ghost Aschern. Ja, wir gehen auf Nummer sicher. Tun den Ghost Aschern. Machen dann in der Runde hoffentlich mal einen decent Schaden. Damit wir in der letzten Runde dann den nächsten ausschalten können. Aber woher kam der Heal? Komisch. Auf geht's. Okay, zwei Balken. Zwei Balken noch, Guys. Okay, cool. Wie machen wir es? Wir wollen ihn sofort mit Kakarot auslöschen. Wenn er es nicht schafft, dann kommt Trunks. Und wenn er es nicht schafft, hoffentlich schafft es dann Gotenks, was ich aber bezweifle. Okay, auf geht's. Oh, okay, knapp, 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 knapp.
Schaffst du es, Trunks? Oh nein! Hoffentlich lassen wir keine Ulti. Oh. Bitte nicht, bitte nicht. Oh. Nein, das sieht schlecht aus. Oh, nice. Gotenks, ich habe ihn unterschätzt. Er hat es doch geschafft. Wir hatten doch noch Glück, Guys. Ihr seht gar nicht mal so ein leichtes Event. Aber wir haben es geschafft. Nice. Wow, super. War knapp, war knapp, war knapp. Wow, was für ein Happy End. Cool. Ja, cool. Das sag ich, ein schöner Ansatz. Ich glaube, ich werde noch darauf direkt noch einen Summon draufsetzen. Denn, Moment, zeig euch die Medaillen. So sehen die Medaillen aus. Wenn wir jetzt noch einen Summon machen. Ah, schade, ich sollte ihn vielleicht ein FA stellen. Das war ein wirklich guter Kakarot. Ja, wir setzen noch einen drauf. So sah die Stage aus, aber wir machen noch einen Multisummon. Denn wir können noch einen machen und dann hätten wir den vierten kostenlos. Das ging nochmal gut aus in der letzten Stage im Kampf. Ein Happy End, sage ich mal. Wird das auch ein Happy End mit den Multisummons? Schauen wir mal. Gehen wir mal schnell drüber. Zwei Multisummons. Die anderen zwei haben wir im anderen Video gemacht. Video zum Giveaway. Schaut es euch an, wie gesagt, und nehmt am Giveaway teil. Alle Infos dazu seht ihr in diesem Video. Also in dem Video zum Giveaway. Und genau. Es ist so bei den Multisummons ein Dual Dokkan Festival. Oh! Nein! Nein! Ein Happy End! Ja! Mit einem Happy End haben wir ihn besiegt und wir haben ihn mit einem Happy End gezogen. Oh! Oh, seht ihr, Guys! Nice! Sowas, das wollte ich euch bringen, das wollte ich euch schauen. Zum Glück hat es geklappt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, Guys, Guys. Cool. Boah, wir haben ihn gezogen. Wir haben ihn gezogen, wir haben ihn gezogen. Cool. Salmon. Sehr schönes Happy End. Nice, 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 nice. Damn. Cool. Sehr, sehr cool. So, der letzte ist kostenlos, Multisummon. Genau das wollte ich euch davor sagen. Und zwar macht ihr drei Multisummon. Je 50 Scheine. Wow, wie viele Pots waren denn das? Ist das wieder ein SSR? Ja, wir bleiben Base vor. Oh, Moment, Moment. Break the screen. Break the screen. Bye, guys. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Okay, oh, lass mich kurz den Satz von vorher beenden. Drei Multisummons, die 50 Euro. Und der letzte ist kostenlos. Das ist dieser kostenlose Summon, den ihr gerade seht. Und mit einem kleinen Vorgeschmack, denn dieser Summon wird auch ein Happy End. Wir haben... Oh, nice! Wir hatten einen Bye-Guys, das heißt einen garantierten SSR. Da war er. Vielleicht bekommen wir noch einen, aber in jedem Fall ein sehr, sehr schönes Video. Wir haben die Stage gezeigt, wir hatten ein Happy End bei der Stage. Gotenks hat sich unterschätzt, er hat alles seine Macht ausgepackt und Gogeta besiegt. Dann haben wir den Super Gogeta sogar gezogen, ist sehr, sehr cool. Und somit hätten wir einen Durchlauf, drei Multisummon, der letzte kostenlos vierte, das ist der Durchlauf, durch bei Super Gogeta. Ich habe Super Gogeta gezogen, den vierfachen Future Rage Trunks, sehr, sehr cool. Das heißt, ich werde eventuell noch mit einem Durchlauf zurückkommen bei Super Janemba, um es euch zu zeigen. Und dazu werde ich wieder Stones sammeln. Und bis es soweit ist, werdet ihr von mir hören. Aber bis jetzt, vielen Dank, Guys. Nochmals vielen Dank für den Support. Wir hatten die 500 Follower bei Twitter erreicht. Checkt das Video zum Giveaway aus, nehmt daran teil. Und ansonsten teilt dieses Video, liked es, subscribe to my channel. Und folgt mir auf Twitter, falls ihr es noch nicht getan habt. Danke, Guys. Und Peace.